So, also heute bin ich beim Autohaus Vossig und da sieht man eine Parade von VW-Bussen. Und hier fängt schon an mit dem Buchert-Bus, den Leihmeister-Bus und dann hier an den Campingbus, der D2, der D1. Und da fand er, das ist natürlich ein Sondermodell. Hier haben wir jetzt den D3. Den D4. Also man sieht schon, es hat schon einige Modelle gegeben in dieser Reihenfolge. Den D5. Das sind jetzt alles, Campingbusse. Nee, das eine ist kein Campingbus. Dann ist es der D6.1. Ja, da haben sie jetzt schon komische Namen jetzt. Sind so nichts mehr so einfach. Das ist jetzt schon der ganz neue jetzt. Der ID-Bus. Da gucken wir doch mal rein in den neuen, wie der so aussieht. Das ist also der ganz neue. Wollen wir doch mal reingucken, wie so dieser neue Bus innen denn aussieht. Ah ja, das ist immer so schlecht, gell? Gehen wir mal rum. So, also von hinten. Ja, lässt sich schon sehen. Also optisch ist es schon ein schönes Auto. Elegant, schön gestaltet. Jetzt muss ich mal rein setzen. Wenn er schon offen ist, hocke ich mir auch mal hinten rein. Also ich habe genug Platz. Also ich bin ja doch recht groß. Hab genug Platz. Also wäre gut, das war E-Bus, ne? Ja. Also angenehmer wäre, wenn man die Füße hier noch ein bisschen weiter vorstrecken könnte, aber wahrscheinlich geht der Sitz auch noch ein wenig vor. Also hier das Ambiente, das ist schon edel, muss ich schon sagen. Man sitzt hier als Fahrer auch ganz gut. Ja, fühlt sich gut an. Mal gucken, kann man den Sitz noch ein wenig hinter tun? Ja, na klar. Ja, jetzt der reine Transporter ist jetzt nicht ganz so edel innen drin, aber große Ablage vorne am Fenster. So einen D2-Bus, den hatte ich tatsächlich auch mal, so einen Campingbus bei unserem Wachdienst Argus, den wir früher hatten. Da hat man also auch so einen Campingbus. Und ja, da sind wir bis nach Italien runtergefahren. Und, aber der hat noch besser ausgeschaut. Na gut, war ja nicht. Sind schon ein paar Jahre her jetzt. Ne? Der Leihmeisterbus ist natürlich auch ein wunderschönes Stück, gell? Wenn man da reinguckt, die weißen Sitze innen drin. Also Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Da haben noch jede Menge Leute reingepasst in den Bus. Und ja, super gepflegt, muss man ja wirklich sagen. Also den Buchert-Bus, dann haben sie ein wenig geschrumpft. Aber natürlich auch ein Hingucker, gell?